Ja, ich kann mich erinnern bei dieser Geschichte eben. Wir hatten vor vielen Jahren auch mal so ein Problem und da rief dann eine Dame an und meinte, sie hätte ein Problem mit ihrer Diskette, mit dem Programm da drauf. Und das war damals schon ganz modern, doppelseitige. Ich habe dann gesagt, dann machen Sie mir bitte mal eine Kopie von der Diskette, schicken mir die, dann gucke ich mir das an, aber dann auch doppelseitig, damit ich alles habe. Am nächsten Tag hatte ich die Kopie in der Post, sie hat die Diskette auf den Kopierer gelegt, aber gibt es sowas auch? Hallo. Michael Nichols, wir kennen dich. Hast du solche Probleme auch? Ja, aber ich schlage mich mit der Microsoft-Hotline rum. Da muss ich ja regelmäßig mal anrufen, um nachzuchecken, was so läuft, ob es geht dort. Und mache dann selbst diese Erfahrung, wie geht es einem, wenn man da anruft. Da kostet es natürlich ein bisschen mehr als bei der Chip. Ne? Sag mal, du hast ja manchmal ganz schön freche Sprüche drauf, hier in deinen Büchern. Ich habe hier, habe ich gerade gesehen, sowas und du liegst da auch noch auf einem drauf. Das ist wohl das Neueste. Was sagen die bei Microsoft denn, wenn dieser Nichols schon wieder anruft? Sind die da nicht stinkig? Sagen, hör mal, willst du uns wieder fertig machen? Also ich muss sagen, sie sind irgendwie sehr freundlich und ruhig. Zu mir haben sie jetzt überhaupt nicht sich beschwert über meine Buchreihe. Aber einer muss halt ein bisschen schimpfen. Wahrscheinlich sehen sie das etwas sportlich. Es gibt ja viele Microsoft-Fans und es wird auch viel Gutes über Microsoft geschrieben. Und da bin ich halt ein bisschen der Gegenpol, der auch mal ein paar dunklere Seiten davon herauskratzt und analysiert. Also der Francis Verlag, für den du diese Bücher schreibst, der wird nicht mit Klagen überzogen, weil du da drin den Leuten manchmal die Wahrheit sagst über das Betriebssystem. Es ist halt eine sauber recherchierte Sache und wenn Dinge klar dargelegt werden, ist es auch schwer, sie anzugreifen. Und darauf legen wir halt großen Wert bei den Reportbüchern, dass die Fälle exakt aufgeschildert sind und da bleibt wenig Spielraum, um die Sachen anzugreifen. Michael, du baust im Moment ein neues Feindbild, hätte ich fast gesagt, auf. So böse ist es natürlich nicht. Windows CE, da läuft auch nicht alles so sauber, aber da hören wir bald was von dir im Buch oder so. Ich kann es nur ganz kurz andeuten. Es geht um diese kleinen Pocket-Computer, die jetzt verkauft werden, wo Microsoft eine neue Marktführerschaft mit Windows CE einführen will für mobile Geräte. Ist eine Technik, kostet noch viel Geld, funktioniert aber noch nicht ganz so, wie sie sollte, macht sehr viel Ärger unter Windows 98, zerreißt das DFÜ-Netzwerk. Sollte man also sehr aufpassen, das sind dann mal die Ersten, die draufzahlen, die Dummen. Also ich würde sagen, mit dem Problem sollst du umsteigen auf Linux, aber dann verdienst du ja kein Geld mehr mit Büchern. Schönen Dank, dass du hier bei uns warst, vielleicht sehen wir uns bald mal wieder. Wir machen weiter mit Wolfgang Back.